12. März 1938. Deutsche Truppen überschreiten die Grenze zu Österreich und marschieren in das Land ein, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Sie werden nicht mit bewaffnetem Widerstand, sondern mit Jubel und Blumen empfangen. Während Tausende von Österreichern Adolf Hitler auf seiner Reise nach Linz und anschließend nach Wien begrüßen, eilen verängstigte Juden, Linke und andere Gegner des Naziregimes zu den Grenzen des Landes in der Hoffnung, das Land zu verlassen, bevor sie geschlossen werden. Doch die meisten werden in einem sich rasch nazifizierenden Österreich festsitzen. In den folgenden Wochen kommt es im ganzen Land zu pogromartigen Ausschreitungen. Österreichische Nazis und Gesinnungsgenossen verprügeln, attackieren und demütigen die jüdischen Mitbürgerinnen. Sie zwingen sie, die Straßen zu schrubben, öffentliche Toiletten zu reinigen und andere erniedrigende Aufgaben zu verrichten. Viele Juden beschließen, Österreich zu verlassen. Vor den Konsulaten in Wien bilden sich Schlangen. Unter den Österreichern, die den Führer begrüßen, ist ein Mann, der während des Zweiten Weltkriegs als Kommandant des Konzentrationslagers Blaschow für die brutale Folterung und Ermordung tausender unschuldiger Männer, Frauen und Kinder verantwortlich sein wird. Sein Name ist Amon Göth. Amon Leopold Göth wurde als einziges Kind katholischer Eltern am 11. Dezember 1908 in Wien geboren. Die Eltern betrieben ein gemeinsames Buch- und Kunsthandelgeschäft. Der Vater war zudem häufig auf Reisen, sodass der Junge größtenteils bei einer kinderlos gebliebenen Tante väterlicherseits aufwuchs. Er besuchte die Volksschule in Wien, zeigte jedoch wenig Interesse am Unterricht, weshalb seine schulischen Leistungen schlecht waren. Deshalb wurde er auf ein katholisches Internat in Weidhofen an der Thaya geschickt. 1925 brach er jedoch die Schule ab und begann eine Lehre als Buchhändler im elterlichen Betrieb. Der damals 17-jährige Amon begeisterte sich zunehmend für die radikale Ideologie des Nationalsozialismus und strebte den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich an. Dieses Ziel teilte er mit der deutschen NSDAP, der er 1930 beitrat. Am 31. Mai 1931 wurde er als Vollmitglied in die Partei aufgenommen, was bedeutete, dass er als alter Kämpfer galt, da er der Partei bereits vor der Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler am 30. Januar 1933 beigetreten war. Die alten Kämpfer unterschieden sich von der Flut der neuen Mitglieder, die 1933 und später aus opportunistischen Gründen beitraten. Nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten erlangten viele von ihnen hohe Positionen und erhielten eine Reihe von eigens zu diesem Zweck gestifteten Auszeichnungen. Sie bekamen im Dritten Reich auch prestigeträchtige Stellungen in Regierung und Administration, in kulturellen Einrichtungen und an Universitäten. Ab Mai 1933 führten die österreichischen Nationalsozialisten eine Propaganda- und Terrorkampagne durch, die von Deutschland gefördert und finanziert wurde. Ziel der Nazis war es, das Regime des österreichischen Bundeskanzlers Engelbert Dollfuß zu untergraben, indem sie es als inkompetent kolportierten. Sie inszenierten Protestaktionen und lieferten sich Schlägereien mit politischen Gegnern und der Polizei. Österreichische Nazis zündeten Sprengsätze und Tränengasbomben auf öffentlichen Plätzen und in jüdischen Geschäften. Als Reaktion auf einen tödlichen Bombenanschlag verbot die Dollfuß-Regierung im Juni 1933 die österreichische NSDAP und ihre angeschlossenen Organisationen. Als nach Göth in Österreich gefahndet wurde wegen seiner illegalen Aktivitäten, darunter die Beschaffung von Sprengstoff für die NSDAP, floh er nach Deutschland. Von dort aus schmuggelte er Funkgeräte und Waffen nach Österreich und fungierte als Kurier für die SS. Im Oktober 1933 wurde Göth jedoch von den österreichischen Behörden aufgespürt und verhaftet, aber das gegen ihn angestrengte Gerichtsverfahren endete im Dezember 1933 mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen. Göth kehrte daraufhin in den elterlichen Betrieb zurück, hielt aber weiterhin Kontakt zur nationalsozialistischen Untergrundbewegung. Am 25. Juli 1934 versuchten österreichische Nazis, die Regierung zu stürzen und erschossen Bundeskanzler Dollfuß. Amon Göth wurde erneut verhaftet, konnte aber aus der Haft ausbrechen und nach Deutschland fliehen, wo er versuchte, seinen Eltern beim Aufbau ihres Verlagsgeschäfts zu helfen. Seine Mutter starb im März 1936. Im Sommer desselben Jahres scheiterte Göths erste Ehe. Im Frühjahr 1938 annektierte Adolf Hitler das Bundesland Österreich.
Der sogenannte Anschluss an das Deutsche Reich fand an drei Tagen zwischen dem 11. und 13. März 1938 statt. Kurz nach dem Anschluss kehrte Goethe nach Wien zurück und nahm seine Parteiaktivitäten wieder auf. Im Oktober 1938 heiratete er Anna Geiger, die er bei einem Motorradrennen kennengelernt hatte. Vor der SS-Ziviltrauung musste das Paar eine Reihe körperlicher Tests bestehen, die von der SS durchgeführt wurden, um die Eignung für die Ehe festzustellen. Aus der Ehe gingen drei Kinder hervor. Aber Peter, ihr ältestes Kind, das 1939 geboren wurde, starb im Alter von 7 Monaten an Diphtherie. Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem Überfall Hitler-Deutschlands auf Polen. Im folgenden Jahr trat Goethe in die SS ein, wo er den Rang eines SS-Hauptsturmführers bekleidete. Als die Nazis im Sommer 1942 damit begannen, Juden aus den Ghettos im Generalgouvernement in die Vernichtungslager zu deportieren, wurde Goethe in das SS-Hauptquartier in Lublin geschickt, wo er dem Stab von Odilo Globocznik, dem SS- und Polizeiführer des Distrikts Krakau, angehörte. Im Rahmen der Operation Reinhardt, dem Codenamen für die systematische Vernichtung der Juden im Generalgouvernement im deutsch besetzten Polen, wurden 3 Tötungszentren eingerichtet. Bełżec, Sobibor und Treblinka. Goethe war verantwortlich für die Sammlung und den Transport der Opfer zu diesen Lagern, um sie dort zu ermorden. Am 11. Februar 1943 begann Amon Goeths nächster Einsatz. Die Beaufsichtigung des Baus des 200 Hektar großen Konzentrationslagers Krakow-Blaschow, dessen Kommandant er werden sollte. In seiner Antrittsrede als Kommandant sagte er zu den Häftlingen: „Ich bin euer Gott." Das Lager Blaschow war 1942 unter der Aufsicht der SS und Polizeiführung in Krakau eingerichtet worden. Es war ursprünglich ein Zwangsarbeitslager für Juden. Auf dem ursprünglichen Gelände des Lagers befanden sich 2 jüdische Friedhöfe. Von Zeit zu Zeit vergrößerte die SS das Lager und 1944, im selben Jahr, in dem es zum Konzentrationslager wurde, erreichte es seine maximale Größe. Bis zu diesem Zeitpunkt waren die meisten Lagerwachen ukrainische Hilfspolizisten, sowjetische Soldaten, die in deutschen Kriegsgefangenenlagern ausgewählt und im Ausbildungslager Trawniki bei Lublin ausgebildet wurden. Das Lager Blaschow war von einem elektrisch geladenen doppelten Stacheldrahtzaun umgeben und in mehrere Abschnitte unterteilt. Es umfasste Baracken für das deutsche Personal, Fabriken, Lagerhäuser, ein Männer- und ein Frauenlager sowie ein Arbeitserziehungslager für polnische ArbeiterInnen, die gegen die Arbeitsdisziplin verstoßen hatten. Polen und Juden waren getrennt untergebracht. Die höchste Zahl der in Blaschow gleichzeitig Inhaftierten erreichte über 20.000. Tausende wurden dort getötet, meist durch Erschießen. Der Lageralltag unterlag den strengen Regeln Goeths und war geprägt von willkürlichen Hinrichtungen, Schikanen, Demütigungen und Folterungen durch ihn selbst oder durch Wachmannschaften. Nach dem Morgenappell wurden die Häftlinge zu den ihnen zugewiesenen Arbeitsplätzen getrieben. Auf Fluchtversuche oder Sabotage stand in der Regel die Todesstrafe, auf Lebensmittelschmuggel die Strafe von 100 Peitschenhieben. Erfolgreiche Fluchtversuche wurden mit der Hinrichtung jedes 10. Häftlings in der Gruppe des Ausbrechers bestraft und es war nicht ungewöhnlich, dass Goethe die Hinrichtungen persönlich vollstreckte. Er wollte mit solchen Maßnahmen seine Vorstellungen von Ordnung und Disziplin auf einprägsame Weise demonstrieren. Eine von Goeths Morgenroutinen bestand darin, vom Balkon der eigens für ihn renovierten Villa auf Häftlinge zu schießen. Manchmal schoss er auch aus dem Fenster seines Büros auf Menschen, die sich zu langsam bewegten oder sich im Hof ausruhten. Wenn er seinen Tiroler Hut aufsetzte, war das das Signal für erfahrene Häftlinge, sich zu verstecken. Seine beiden Hunde, Rolf, eine deutsche Dogge, und Ralf, ein Schäferhundmix, waren darauf abgerichtet, Häftlinge zu zerfleischen. Amon Goeth erhielt von den Insassen bald den Spitznamen Schlechter von Blaschow. Er tötete mindestens 500 Menschen mit seinen eigenen Händen. Nach der Ermordung eines Häftlings verlangte er dessen Personalkarte, um auch Angehörige zu töten, falls sie im Lager waren, da er dort keine unzufriedenen Menschen haben wollte. Goethe tötete wahllos, fast täglich. Ein falsch gedeuteter Blick genügte als Auslöser, weshalb die Häftlinge in Goeths Anwesenheit möglichst auf den Boden schauten. In einem Fall erschoss er ein Opfer nur wegen einer vergessenen Ehrbezeigung.
Als er eine Frau beim Essen einer entwendeten Kartoffel erwischte, ließ Goethe sie in einen großen Kessel mit siedend heißem Wasser werfen. Eine ehemalige Blaschow-Gefangene, Helen Jonas Rosenzweig, die den Krieg überlebte, sagte später aus: Wenn wir ihn von Weitem sahen, versteckten sich alle, in Latrinen, wo immer sie sich verstecken konnten. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr die Leute ihn fürchteten. Während seiner Zeit in Blaschow lebte Goethe komfortabel in einer Villa, besaß Autos und Pferde, die er im Lager ausritt. Außerdem hatte er einen Dolmetscher für seine Korrespondenz, einen Leibarzt und eine große Zahl persönlicher Bediensteter. Dazu gehörten mehrere Hausangestellte, Dienstmädchen, ein Stallbursche, ein Masseur, ein Chauffeur und ein Butler, ein Karosseriespezialist und ein Automechaniker für seinen Fuhrpark von 3 PKWs. Nachlässigkeit bei der Pflege und Wartung der Fahrzeuge wurde von Goethe drakonisch bestraft. Auch das Küchenpersonal musste damit rechnen, dass sie von Goethe bis zur Bewusstlosigkeit verprügelt wurde, wenn die Portionen zu klein waren oder das Essen zu viel Salz enthielt. Einen jüdischen Koch erschoss er, weil die Suppe zu heiß war. Goethes Schuhmacher drohten die gleichen Strafen, wenn er die falschen Materialien verwendete oder wenn die Schuhe, die er von Hand gefertigt hatte, zu groß oder zu klein waren. Pro Woche sollen bis zu 6 Paar Schuhe für Goethe hergestellt worden sein. Amon Goethe war sexuell pervertiert und Alkoholiker. Er hatte kein Problem damit, jüdische Frauen im Lager zu vergewaltigen, obwohl nach dem Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre sexuelle Beziehungen zwischen Juden und Deutschen mit schweren Haftstrafen oder sogar dem Tod geahndet wurden. Nach dem Krieg schilderte Goethes ehemaliges Dienstmädchen, wie sie eines Tages das Wohnzimmer betrat, wo ihr Amon Goethe betrunken und nackt mit einer Peitsche in der Hand befahl, sich auszuziehen. Als sie sich weigerte, peitschte er sie aus und versuchte, sie zu vergewaltigen. In seiner Villa veranstaltete Goethe regelrechte Orgien und Saufgelage. Zusätzlich zu seinen Aufgaben in Blaschow war Goethe der verantwortliche Offizier für die Liquidierung von Ghettos und Arbeitslagern, unter anderem in Szczebinie, Bochnia, Tarnów und Krakau. Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten etwa 25.000 Juden in Tarnów, einer Stadt in Südpolen, 80 Kilometer östlich von Krakau. Die Juden, die dort seit Mitte des 15. Jahrhunderts siedelten, machten etwa die Hälfte der Gesamtbevölkerung der Stadt aus. Die Deportationen aus Tarnów begannen im Juni 1942, als etwa 13.500 Juden in das Tötungszentrum Bełżec gebracht wurden. Während der Deportationen massakrierten deutsche SS und Polizeikräfte Hunderte von Juden in den Straßen, auf dem Marktplatz, auf dem jüdischen Friedhof und in den Wäldern außerhalb der Stadt. Nach den Deportationen im Juni wurden die überlebenden Juden in Tarnów in ein Ghetto eingesperrt, zusammen mit Tausenden von Juden aus den Nachbarstädten. Das Ghetto war von einem hohen Holzzaun umgeben. Die Lebensbedingungen im Ghetto waren schlecht, es herrschte Hunger, es fehlte an sanitären Einrichtungen und die Juden mussten in Fabriken und Werkstätten Zwangsarbeit leisten, um Güter für die deutsche Kriegsindustrie herzustellen. Im September 1942 befahlen die Deutschen allen Ghettobewohnern, sich auf den Targowitzer Platz zu melden, wo sie einer Selektion unterzogen wurden, bei der etwa 8000 Menschen als nicht arbeitsfähig eingestuft und ins Tötungszentrum Bełżec deportiert wurden. Danach wurden die Deportierten aus Tarnów in die Tötungsanstalten sporadisch fortgesetzt. Im November 1942 schickten die Deutschen eine Gruppe von 2500 Menschen in die Tötungsanstalten. Als die Deutschen im September 1943 beschlossen, das Ghetto von Tarnów zu zerstören, wurden von den überlebenden Juden 7000 nach Auschwitz und 3000 in das Konzentrationslager Blaschow in Krakau deportiert. Ende 1943 wurde Tarnów als judenfrei eingestuft. Nach dem Krieg sagten mehrere Zeugen aus, dass Goethe mindestens 40 Frauen und Kinder während der Räumung des Ghettos in Tarnów persönlich erschoss. Amon Goethe war nicht nur bei den Lagerinsassen verhasst, sondern auch bei seinen SS-Untergebenen, die er brutal behandelte und wegen geringster Vergehen vor ein SS- und Polizeigericht stellte. Als sich jedoch offenbarte, dass Goethe selbst den gewaltigen Nazi-Apparat genutzt hatte, um sich enorm zu bereichern, war sein Sturz unausweichlich, denn alles, was den ermordeten Juden gestohlen wurde, galt als Eigentum des Reiches.
Er stahl Wertgegenstände jeglicher Art, Diamanten, ausländische Devisen, Gemälde, Teppiche und Möbel. Im Laufe der Ermittlungen stellte sich heraus, dass er Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Reichsmark gestohlen hatte. Ende August 1944 wurde der erste Waggon mit Goetz Raubgut auf dem Bahnhof von Opava sichergestellt, dem weitere folgten. Am 13. September 1944 wurde Goetz seines Amtes enthoben und von Gestapo-Beamten in seiner Villa in Blaschow verhaftet. Die SS beschuldigte ihn des Diebstahls jüdischen Eigentums, der unzureichenden Verpflegung der ihm unterstellten Häftlinge, des Verstoßes gegen die KZ-Vorschriften zur Behandlung und Bestrafung von Häftlingen sowie des unbefugten Zugangs von Häftlingen und Unteroffizieren zu den Personalakten des Lagers. Die Verwaltung des Lagers Blaschow wurde SS-Obersturmführer Arnold Bücher übertragen. Am 15. Januar 1945 wurde das Lager geschlossen. Goetz wurde zunächst auf Kaution freigelassen, erneut verhaftet und dann wieder zum Dienst an der Waffe zwangsverpflichtet. Wegen gesundheitlicher Beschwerden wurde er in ein Lazarett nach Bad Tölz eingewiesen, wo er Anfang Mai 1945 durch Beamte des US-amerikanischen Counter-Intelligence Corps, CIC, wegen Verdachts auf mögliche begangene Kriegsverbrechen im KZ Dachau verhaftet und in einem provisorischen Gefangenenlager auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Dachau inhaftiert wurde. Ende Mai 1946 wurde Goetz gemeinsam mit dem ehemaligen Kommandanten des Konzentrationslagers Auschwitz, Rudolf Höss, den polnischen Justizbehörden überstellt, wo er schließlich für seine Verbrechen vor Gericht gestellt wurde. Zwischen dem 27. August und dem 5. September 1946 fand die Verhandlung von Goetz vor dem obersten Nationaltribunal Polens in Krakau statt. Die Anklagepunkte lauteten: Verantwortung für den Tod von ca. 8000 Menschen im Lager Blaschow. Mit Verschulden am Tod von ca. 2000 Menschen im Zuge der Liquidierung des Krakauer Ghettos. Anordnung der Deportation von ca. 8000 Menschen im Zuge der Auflösung des Ghettos Tarnów. Anordnung zur Ermordung und Deportation einer unbestimmten Anzahl von Menschen im Rahmen der Auflösung des Lagers Jebinje. Widerrechtliche Aneignung beträchtlicher jüdischer Vermögenswerte. Während des Verfahrens bestritt Amon Goetz rigoros alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Wenn er zu Gewaltexzessen während seiner Schreckensherrschaft aussagte, stellte er die Glaubwürdigkeit der Zeugen in Frage und verteidigte sein Handeln damit, dass er lediglich Befehle als Soldat ausgeführt habe. Darüber hinaus zeigte sich Goetz unbeeindruckt vom Verlauf der Verhandlung und brachte seine Verachtung für das Gericht zum Ausdruck, indem er sich demonstrativ die Fingernägel polierte. Am 5. September 1946 wurde er in allen 5 Anklagepunkten für schuldig befunden und zum Tod durch den Strang verurteilt. Amon Goetz war 37 Jahre alt, als er am 13. September 1946 im Montelupich-Gefängnis in Krakau gehängt wurde, nicht weit vom Standort des Lagers Blaschow entfernt. Die Vollstreckung des Urteils verzögerte sich, da sich der vorbereitete Strick als zu lang erwies. Er musste wegen Goetz Körpergröße, er war 2 Meter groß, zweimal gekürzt werden. Erst der dritte Versuch gelang. Goetz letzte Worte waren: Heil Hitler. Nach der Hinrichtung wurde sein Körper eingeäschert und die Asche in die Weichsel gestreut. Für Amon Goetz wurden keine Tränen vergossen. Vielen Dank, dass du dir den World History Kanal angeschaut hast. Klick auf Gefällt mir, abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungen, um keine Folge zu verpassen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal.